Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Tomb Raider Underworld. Wir sind hier an dieser Stelle, wo wir gerade den Bolzen gelöst haben und irgendwie müssen wir jetzt hier weiterkommen. Ich denke, wir müssen jetzt ein bisschen nach oben. Aber ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch, wir haben hier diese Plattformen, die sich bewegen. Und die nutzen wir mal einfach aus, um ein Stückchen wieder höher zu kommen. Da waren wir schon, da ist nichts. Dreh mich mal. Das ist eine Plattform, die ist noch ein bisschen höher als wir sind. Vielleicht öffnet sich dadurch noch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal. Sondieren wir mal die Lage von hier. Da habe ich nichts von, da komme ich her. Hier war ich schon. Das habe ich kaputt gemacht. Da bin ich gerade hergelaufen. Da ist was. Ich wollte eigentlich unten hin. Aber ich bin hier oben. Es hat gespeichert. Das scheint ja jetzt nicht ganz verkehrt zu sein an mir, dass ich hier hänge. Was mache ich denn hier? Keine Ahnung. Davon viel. Aber es scheint alles richtig zu sein. Bing, bing, bing. Schön. Warum sonst sollte ich hier langklettern können? So, und jetzt? Da geht's. Kann ich da noch eine? Hoho, das ist ja... Ja, das gibt's aber irgendwie als Zufall. Also, das speichert man. Komm, geh ich auch noch raus. Rein. Und da ist dann wieder was frei, was ich... lösen kann. Lass mal los. Noah. Wie geht es hier weiter? Hier ist nichts. Ich lauf mal. Oh. Ach du Scheiße. So, bam, 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 bam. So, bam, bam. Immer mit dem Hämmerchen. Wo ist das Messer? Schwingt. Diese Ebene vielleicht? Da ist er. Oho. Vielleicht erst hoch, bevor es greift. Jetzt darfst du den nehmen. Sind die auch richtig? Ich weiß es nicht, aber kann man sich hochziehen. Ich glaube, ganz zufällig bin ich hier nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Kann ich hier? Dann bin ich aber wieder unten. Ich verstehe es gerade nicht. Wo soll ich hin? Komm, ich hüpfe mal. Hier im Inneren, da kann man sich langhangeln. Komme ich da irgendwie hin? Ob es das schafft, darüber zu springen? Denn dann lösen sich wieder weitere Ebenen. Beben da rum. Und dann komme ich vielleicht. Okay.
hoch, wollte ich gerade sagen, aber... Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Davon vier. Was jetzt nicht? Darüber kommen wir? Komm, wir versuchen es mal. Holla, holla. Guck mal, dann darüber. Dann kann ich doch bestimmt. Baba. Hier hoch. Ah, oh, wir sind so gut. Wir sind so gut. Die Kamera ist ein bisschen doof. So, hier um die Ecke. Ein runter. Ein runter, sagte ich. Na ja, gut. Nein, ein runter. Hüpfen. Und nochmal. Schlag, du bist eine Bombe. Manchmal. Und jetzt? Oh, hier ist wahrscheinlich hier runter. Das leuchtet blau. Alter, das ist aber hier. Lara, 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 das ist ganz gefährlich, was du hier machst. So. Oh, noch mehr. Warte doch nicht. War's das? Habe ich es geschafft, das Ding hier zu zerstören? Gab's einen auf die Nuss. Mal schauen, was passiert ist jetzt. Wir haben scheinbar die Maschine kaputt gemacht. Das ist ja unser Ziel gewesen. Gut, das war nicht verkehrt. Glaube ich. Die läuft weg. Sehr schön. Oh, super. Ich ahne schon, wir müssen hier wieder von steigenden Wasserstand flüchten oder was. Erfreulich. Warte. Mutter hat sicher versucht, damit zu fliehen, wusste aber nicht wie. Wenn dich diese Artefakte immer hierher bringen, was passiert dann, wenn du schon hier bist? Vielleicht landet man dann in der Hölle. Sind das jetzt hier Flecken oder was? Verdammt, ich komme nicht an das Schwert ran. Du aber schon. Was ist mit dir? Ich erreiche dich, wenn du die Hand ausstreckst. Du vertraust mir? Wir haben keine Zeit, Amanda. Meine Herren.
Na mach schon, Alte. Los, los, sei brav. Tu was. Vorwärts. Nordmeer-Expedition. Okay. Das ist schön, der Trophäe. Hoppla. Sehr unsanfte Landung hier. Tomb Raider Underworld. Das sieht ganz so aus, als ob wir durch sind. Okay, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass wir noch irgendwie so einen richtig fetten Bossfight haben, aber scheinbar war dieses Klettern und Ausweichen unser Finale. Okay, war jetzt auch nicht so schlecht. Hat mich auch ein bisschen genervt. Und ja, aber hauptsächlich, weil ich mit der Steuerung ein bisschen auf Kriegslust stand, beziehungsweise nicht so reagierte, wie ich dachte, dass es reagiert. Vielleicht habe ich auch nicht so reagiert, wie es dachte, dass ich reagieren soll. Mehr, man weiß es nicht. Gut, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat dieser... Ich glaube, das ist jetzt gerade unser zweiter Ausflug in die Retro-Schiene. Ja klar, vorher war das Indiana Jones' Adventure. Und dann jetzt Tomb Raider Underworld auf der PS3. Soll ich sagen? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht machen wir noch ein weiteres Retro-Let's Play. Ich denke schon, ich habe hier noch einen Tomb Raider rumliegen, das ich noch nicht gespielt habe. Wir werden sehen. Ihr dürft gerne ein Like hinterlassen, einen Kommentar oder auch und auch ein Abo. Ihr könnt alles drei zusammen machen, das geht. Wir freuen uns darüber. Und ja, ich würde sagen, ich überlasse euch jetzt hier dem Extro und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao.